Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Ernst. Wir stehen jetzt hier vorm Tunnel. Ich bin eben noch mal schnell heilen gegangen in der Zwischenzeit. Hab noch mal ein paar Tränke, ein paar Bälle gekauft. Und genau, jetzt können wir eben in den Tunnel rein. Nochmal ein Top-Elixier gefunden, danke dafür. Jetzt können wir nochmal in den Tunnel rein, da ein Pokémon fangen, wenn es denn der Metaflur-Tunnel ist, genau. Und da geht es auch direkt schon los mit einem legendären Pokémon. Hallo Raikou. Das werden wir nicht fangen können. Ich habe jetzt insgesamt 20 Bälle. Aber ich glaube, das wird maximal schwierig. Ja, ich setze mal, also er setzt meine Verteidigung runter. Ich setze doppelt so stark seinen Angriff runter. Und dann gucken wir einfach mal. Hat er nur Rutenschlag, Silberblick? Kann das sein? Ich habe gerade an Rutenschlag gedacht, dass ich es mal gleich benutzen sollte. Um auch seine Verteidigung zu senken. Oh ne, er hat auch Biss. Okay. Nicht töten, nicht töten. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mehr mache ich jetzt auch nicht. Warum auch? Ich werfe mal einen Premierball erstmal. Wir haben sogar 23 Bälle insgesamt. Aber mit dem Superball werde ich mal ein bisschen vorsichtiger sein, glaube ich. Premierball sieht, glaube ich, nur anders aus und hat genau die gleiche Quote wie ein normaler Pokéball. Von daher bringt uns das eigentlich nichts. Also, keinen besonderen Vorteil, sagen wir es so. Das wird nicht funktionieren. Der Ball wackelt nicht mal. Okay, mal ganz kurz. Funktioniert das mit Ernst? Ich weiß nicht, ne? Vielleicht hat das was damit. Also, vielleicht funktioniert das ja auch. Wäre ja möglich. Dass der Fluchtwert auch. Glaube ich jetzt nicht unbedingt dran, aber. Benefit of a doubt. Habe ich auch noch nie gehört, dass man, ne, so den Fluchtwert anpasst. Oder passend macht zum Fangen. Und dann werfe ich einen Superball, komm. Immerhin zweimal gewackelt. Immerhin. Immerhin. Ja, ich werfe jetzt so lange, bis ich nur noch 9 Bälle habe. Bis da nur noch X9 steht. Dann kommt Carsten rein und macht eben Raikou platt. Das ist dann nochmal für alle, ne? Dass dann nochmal alle EP bekommen. Aber das bringt überhaupt gar nichts hier.
Und ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Das Item habe ich ja noch nicht eingesammelt, ne? Ich sehe es schon kommen. Ich packe das Item gleich ein. Meisterball. Oder zumindest ein Hyperball. Irgendwas, was uns wirklich helfen würde. Oder die TM für Hypnose, Gena oder sonst irgend... Er hat mit einem normalen Pokéball zweimal gewackelt. Leute! Die Chance ist da. Er hat wieder gewackelt. Ich werfe, bis ich 4 Bälle habe. Ich werfe 5 mehr. Wir machen es mürbe. Wir machen es mürbe. Okay, ich wechsle schon mal. Bevor das hier gleich komplett nach hinten losgeht. Okay. Die letzten 3 Bälle. Ich kann es halt auch nicht noch weiter schwächen. Vorletzter Ball. Ja, wirklich, diese kleine Hoffnung, wenn es zumindest anfängt zu wackeln, ne? Diese kleine Hoffnung. Nee. Dann bringst du uns jetzt Erfahrungspunkte. Nicht viele, aber immerhin etwas. Und eine Entwicklung für Luna. Ich meine, ne, immerhin. Und wer weiß, vielleicht wird es ja was Krasses. Groinkai. Psycho-Pokémon. Und im besten Falle bekommen wir eine Psycho-Attacke. Sprudel. Okay. Können wir auch sofort benutzen. Vielleicht ein bisschen heavy mit dem Sprudel, aber hey. So, und Flinkklaue geben wir auch mal an Ernst. Dann haben alle ein Item. Und ich hätte auch Sachen verkaufen können, sehe ich gerade, aber hey. Ist okay, passt. Du schon wieder. Du schon wieder. Oh, hier gibt's nur Raikus. Wow. Wir sollten den Metaflurtunnel umbenennen.
Oh, sehr effektiv, sehr effektiv. Dass die erste Knochenkeule auch wirklich immer daneben geht, ne? Zweite kommt nicht mal zum Einsatz. Die dritte sitzt perfekt. So, Carsten entwickelt sich zu einem Maskeregen, oder? Oder? Komm schon. Das ist doch wirklich... Ja. Geht halt immer hin und her, nur dass die Intervalle größer werden. Es ist immer das Gleiche. Maskeregenknogger, Maskeregenknogger, Maskeregenknogger. Gut. Kann natürlich auch sein, dass der Randomizer da einen Bug hat oder so. Stimmt. Ich habe ja keine Option, Zerschneider beizubringen. Ja. Hallo Damm hier, Plex. Wo ist denn Route 115? Wieder so ein spektakulärer Kampf. Gleich mal auf der Karte gucken. Wo wir Route 115 finden. Ah ne, das war die oben, ne? Wo wir theoretisch angeln könnten. Aber wir können nicht angeln. Sanganabis. Wo gibt's denn die Angel? Ich erlaube mir mal zu googeln. Pokémon Smaragd Angel. Ist auch super, ne? Das erste, was kommt. Also das erste, was kommt, wie bekomme ich eine Angel in Pokémon? Welches Pokémon? Wo gibt's die denn? Okay, in Faustauhafen. Hätte zum Kapitän gehen müssen, oder? Kann das sein? Der wäre doch jetzt eigentlich in der Höhle. Oder ich muss erst den Orden machen, kann auch sein, natürlich. Pixie! Wir haben uns... finally... zum... also...
Wir haben mit einem Pipi angefangen und jetzt haben wir einen Pixie bei Luna. Oder unser Luna ist jetzt. Ja, kann man machen. Kann man machen. Naja gut, Faustau Hafen. Wie gesagt, da müssen wir halt mit dem Kapitän sprechen. Ich meine, der müsste eigentlich in der Höhle gewesen sein. Und wenn er da nicht war, bedeutet das, wir müssten wirklich in die Arena. Wir können sonst nichts weiter fangen gerade. Das sind unsere drei Pokémon und mehr kriegen wir hier gerade nicht. Was das alles ein bisschen kompliziert macht. So, Magneton. Super, kann explodieren. Und wird wahrscheinlich schweben. Nevermind, Luna ist das einzige Pokémon, das nicht super effektiv getroffen wird. Weil die anderen beiden fliegen, obwohl das sind... Oder Wasser... Ne? Hm. Aber es geht so. Geht ganz gut voran, ist okay. Ist okay. That's the spirit. Luna, Luna, Luna. Ganz schnell speichern nochmal. Okay, also wenn Felicia auch so easy zu machen ist, sag ich mal, dann ja, könnte es gut aussehen hier. Damit kann man Pokémon anlocken. Okay. Oh, Moment. Moment. Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Muss man da unbedingt im Gras für stehen? Ja, scheinbar dann nicht. Ah, doch, wahrscheinlich schon. Na gut. Mit dir sind wir fertig. Dich nehmen wir auch mit. For the levels. Oh nee. Wieso platziere ich mich denn auch so bescheuert? Double Camp. Dominik und Hermann. Super. Oh, natürlich. Natürlich. Okay, das ist cool, dass sich das trotzdem stackt. Das gefällt mir, aber Brutalanda macht ja auch Angst, ne? Ja. Die wollen eigentlich alle gar nicht gegeneinander kämpfen. Mhm.
Ist aber auch eine weirde Kombo einfach. Okay. Das macht zum Glück nicht so viel Damage. Das ist easy. Ach so, ja. Weil Flug-Pokémon und Bodenattacke, ja. Ist okay. Guck mal, Kopf nutzen wir einfach beide. Nice. Und dann gibt's noch einen Kusilla. Ich muss trotzdem sagen, Maskeregen macht Bock. Überraschenderweise macht das Bock. So, Ernst, bitte enttäusch mich jetzt nicht. Okay. Scheinbar. Bei Ernst geht das jetzt auch los. Scheinbar sind immer für die einzelnen Pokémon die Variablen hinterlegt. Und wir müssten... Ja, wir scheinen wirklich das Glück zu haben. In Anführungsstrichen Glück. Zweimal einen Loop geschafft zu haben. Ich sollte Lotto spielen. Das wirkt so unfassbar. Weiß ich nicht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Boah, wenn die mit einem 12er Pokémon anfängt, ne? Wenn die bei einem 12er Pokémon anfängt, dann könnten wir Probleme kriegen. Absorber tut uns weh. Oh Gott. Okay, gar nicht so viel. Gar nicht so viel, wie ich dachte. Das heißt aber, die könnte bis auf 16 vielleicht hochgehen von den Leveln. Ein Hobelupf. Nice. Aber ist okay. Wenn sie es mittendrin einsetzt, ist voll okay. Besser als wenn sie es komplett am Ende viermal auf ihr Pokémon anwendet. Fühlt sich einfach weniger schlimm an. Sagen wir es mal so. Synthese hat das Ding auch noch, klar. Ah ne, eine Siedelbeere. Natürlich. Synthese hätte sie ja extra einsetzen müssen. Ist ja keine Fähigkeit. Entschuldigung.
Sehr gut. Nächste Entwicklung bei Luna. Und ein Capoeira. Mhm. Guck mal, Käferflug, da ist ja hier Carsten wirklich prädestiniert für. Muss ich nochmal gucken. Wirklich Käferflug oder Käferwasser? Oder, also Käfer auf jeden Fall, ja doch. Ich wollte sagen Wasserflug, aber macht gar keinen Sinn. Ja, und wieder haben beide gar keinen Bock gegeneinander zu kämpfen. Ist halt vierfach nicht effektiv, was er da tut, ne? Also deswegen, Maskeregen beschwere ich mich nicht. Ich sehe halt nur das Problem, dass wir im Laufe dieses Projektes, im Laufe dieser Challenge, am Ende einfach mit 6 Maskeregen rumrennen, die hin und wieder mal zu 6 Knogger werden, die dann wieder zu 6 Maskeregen werden. Was ja eigentlich nicht das Ziel dieser, dieses Projektes hier ist. Aua! Und wir haben Orden Nummer 1. Und Entwicklung. Hallo Knogger, lange nicht mehr gesehen. Vielleicht hätte ich den Ewigstein doch noch behalten sollen. Genau für solche Fälle. Wenn ich weiß, das ist der Loop, dann legt man sich halt fest, bevor man es immer wieder bekommt. Wenn das jetzt zu Knogger oder Maskeregen wird, wird ein Griffel. Also es scheint tatsächlich nur Maskeregen und Knogger zu betreffen. Mittlerweile, momentan. Was den Loop betrifft. Ja. Da müsste ich erstmal ein Pokémon haben, das Zerschneider benutzen darf. Vielleicht ist Griffel ein solches. Das wäre hilfreich. So, erstmal schnell speichern. Dann gucke ich mal nach, ob ich auch wirklich den richtigen Orden habe. Ich habe nämlich einfach diese Grafik aus dem Netz gezogen. Und dachte mir, ja, das wird schon passen und es sieht sehr passend aus, ja. Genau, jetzt triggern wir es nämlich. Aber ich gehe erst heilen. Das könnt ihr mir nicht verweigern hier. Sorry. Jetzt habe ich nicht nach Zerschneider geguckt. Und Felsgrab. Felsgrab sollten wir auch auf jeden Fall einem Pokémon beibringen. Ich flüchte jetzt auch extra hier.
So, Griffel, bitte. Bitte, Griffel. Nice. Nice, nice, nice für Heuler einfach. Haben wir was viel Effektiveres mit Charme, deswegen passt das schon. Und Felsgrab. Knallen wir hier einfach auf Carsten oder Ernst. Was nehmen wir? Oh, was mache ich nur? Pekko und ich waren auf einem Spaziergang und da kam so ein Schlägertyp. Ja. Genau, jetzt haben wir nämlich den Captain. Oh. Oh. Kein Raikou. Oh. Das hätte wirklich sehr geholfen, wenn du vorher schon aufgetaucht wärst, ehrlich gesagt. Aqua! Snubbull! Ach, guck mal! Wofür bringe ich ihr das bei, Alter? Damit du Kopfnuss benutzt, natürlich. Okay. Hallo Maske Regen. Erneut. Das ist aber doch, also, weiß ich nicht. Das ist auch wirklich direkt zwei Pokémon betrifft, ist einfach. Wow. So. Und ich glaube, wir machen heute ein bisschen länger die Folge. Weil ich mit dieser Angel, die wir in Faustauhafen hoffentlich bekommen, gleich noch arbeiten kann. Und es ist die letzte Folge, die ich heute aufnehmen will, deswegen oder mal gucken, vielleicht cutte ich das auch wieder in der Mitte, wenn es lang genug wird. Ich guck einfach mal. Vielleicht war jetzt auch schon ein Cut gerade und das ist hier ist schon die nächste Folge. Ah, Schnabel ist schon keine schlechte Idee gewesen. So, weil jetzt können wir ja hier auch ins Haus. Um ohne diesen Tunnel nach Wiesenfluss zu kommen, muss Faustauhafen. Genau, der Typ erzählt uns, dass einer sich. Genau. Genau, und das ist der Typ hier draußen. Jetzt gibt es hier noch eine Menge Trainer, die wir machen können. Aber keine Doppelkämpfe.
Das ist ein Geist-Pokémon, aber Felsgrab funktioniert ja trotzdem. Glücklicherweise. Das ist keine coole Idee. Weil es jetzt das letzte Felsgrab war. Du bist so ein dämliches Vieh, wirklich. Und Knochenkeule wird wieder nicht treffen. Ich meine, ich kann Knochenkeule versuchen, aber Traunfugil wird schweben. Also gegen Geister sind wir komplett aufgeschmissen momentan. Oh, warte mal. Warte mal. Auch wenn es ein Top-Elixier ist, aber... Was soll's? Kramux, wir bleiben mal drin, weil Flug-Pokémon geht ja doch relativ fix mit einem Felsgrab. Ja, ein weiterer Schnösel, hallo Klaus, mit einem Groudon. Hier bringt Felsgrab nichts, by the way. Uah. Erschreck mich doch nicht so, Groudon. Okay. Wir haben wieder einen Knogger. So, und um Mauzi darf sich Carsten kümmern. Vielleicht wird es ja wieder ein Maskeregen. Au. Ciao. Miau. Hey, Ernst entwickelt sich. Wir machen aber einen Deal. Je nachdem, wie das Team halt irgendwann aussieht. Wenn es voll ist, setze ich Ernst oder setze ich Ernst oder Carsten in die Box. Schulkind Orlando, Logok, jau.
Dann müssen wir es eben so machen. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Natürlich. Und Maskeregen ist wieder da. Und Ernst lernt Silberblick auf Level 17. Lern doch was Nützliches, Jung. Werd doch nicht Influencer. Entschuldigung. Hallo Maskeregen, lange nicht gesehen. Alex, hier steht, du hast 50 Maskeregen gefangen, besessen. Dein Beutel hat mehrere Taschen. Wer das bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitbekommen hat, der spielt... Egal. Wie unnötig. Wie unnötig, dass ich erst diese Nana-Bären nehme, anstatt die einfach nach der Reihe abzuernten. Aber nein. Drachenzahn. Bringt uns jetzt gerade nicht so viel.